Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute haben wir mal etwas anderes an einem Sonntag. Kein Vlog, kein Wort zum Montag, sondern ein bisschen Unboxing, wie es so schön heißt. Und zwar geht es um drei Filme, von denen wir jeweils eine Blu-ray, eine DVD und ein Mediabook haben. Und das wollen wir jetzt mal zusammen öffnen. Fangen wir an mit dem ersten Film. Und das ist The Crying Freeman. Eine DVD, die ich mir geholt habe bei Turbine. Mal gucken, ob wir das so aufkriegen. So ein bisschen schwierig. Aber schwierig heißt ja nicht unmöglich. Man könnte natürlich jetzt auch mal langsam auf die Idee kommen, ein Hilfsmittel zu nehmen. So, hier haben wir einmal die DVD ohne Flatschen. Das ist schon mal sehr schön. Hier haben wir einmal mal den Spine. Crying Freeman. Hier sieht man noch einmal das Logo von Turbine. Und einmal die Rückseite. Machen wir das Ganze einmal auf. Dort haben wir dann einmal nur die DVD gedruckt und schauen einmal kurz rein. Es gibt auch noch ein Wendecover mit dem, ich glaube, das ist das Kinoplakat oder von der alten DVD. Ja, wenn wir das einmal, ich glaube, ein bisschen schwierig. Ich werde das jetzt mal außerhalb der Kamera einmal wieder einfügen. Das ist, glaube ich, etwas einfacher. So, und so sieht das gute Stück dann aus. Crying Freeman. So. Der nächste Film ist ebenfalls von Turbine Medien, und zwar die Blu-ray von Trespass mit Ice-T, Ice Cube, William Sadler und Bill Paxton. Hier machen wir die auch einfach mal auf. Ich hoffe, es geht ein bisschen besser, alte Folie da drum wegzumachen. So, hier haben wir einmal mal die Vorderseite mit FSK-Schlatschen. Es gibt da wohl aber auch ein Wendecover, das werden wir gleich mal gucken. Hier sehen wir den Spine, auch wieder mit dem Turbine Medien Logo, und einmal die Rückseite mit der Laufzeit und ein paar technischen Daten. Wir schauen uns einmal die Innenseite an, und dort sehen wir dann auch ein Cover ohne FSK-Flatschen. Ja, am besten einmal immer hinschmeißen, ist glaube ich das gleiche Cover. So. Schnell reingemacht. Einmal gerade gezogen. Und schon sieht das Ganze doch so viel besser aus. Ich glaube, ne, die beiden optisch passen ganz gut zusammen. So, kommen wir nun zu dem Mediabook. Und zwar ist das der Film Der Aufstand der Shaolin. Hier einmal das Bein und einmal die Rückseite. Limitiert ist das Ganze auf 33 Exemplare und ich habe die Nummer 24. So, wir werden das jetzt einmal aufmachen, vorsichtig. Wichtig ist, wenn man sowas aufmacht, es gibt ja welche, die nehmen die scharfe Seite und halten die nach innen. Das ist dann immer ganz praktisch. So. Mal kurz die Folie ab. So, jetzt haben wir das gute Mediabook auch einmal ohne Folie. Hier noch einmal der Spine. Das ist, glaube ich, sehr schlecht zu sehen. Also es ist auch in Natura extrem schlecht. Das ist dieses dunkle Orange auf Blau.
von den Shaw Brothers. Und das Ganze ist von, jetzt muss ich echt gucken, ich hatte es mir notiert. Nein, ich hatte es mir nicht notiert, es steht hier Inked Pictures, da unten steht es drauf. So, und einmal die Vorderseite, das ist auch matt gehalten. Oben das Logo der Shaw Brothers. Also ein klassischer Eastern und kein, ja, weiß nicht, heute sagt man ja Martial Arts, aber damals war das ein Eastern als Gegenstück zu den Western. So, hier gucken wir einmal mal oben, machen wir den Wackeltest. Das ist ein bisschen sehr schwammig. Gut, nichtsdestotrotz werden wir es jetzt einfach mal öffnen. Ich habe das, wie gesagt, das ist jetzt hier Premiere. Das ist das, die Innenseite. Da steht dann auch schon nicht mehr der Aufstand der Shaolin, sondern auf der Blu-ray der Aufstand von Peking. Das ist der Alternativtitel. Hier haben wir Cover A oder B von den Shaw Brothers, von dem Film. Das ist das alte Cover der VPS Videokassette. VPS Videoprogramm Service war ein Vertrieb, der damals viele Filme rausgebracht hat, unter anderem auch Django. Und da war dann dieses Cover mit drauf. Daher kannte ich den Film auch. Deswegen habe ich mich auch für den Cover entschieden. Gut, dann fangen wir einmal an mit dem Booklet. Ein bisschen auf, wie nennt sich sowas, Nostalgie, auf alt getrimmt. Es ist eingenäht. Das kann man ganz gut sehen, glaube ich. Normale Dicke vom Papier. Ein bisschen was zu den Shaw Brothers und ihre Stars. Bis jetzt haben wir relativ wenig Bilder. Hier sind, glaube ich, einmal alle Filme aufgezählt, die die Kollegen gemacht haben. Angefangen von den 60ern, ich glaube, wenn das jetzt so weitergeht hier. Ah, so. Also hier sind die ganzen Filme aufgezählt. Und dann kommen wir tatsächlich zu dem Film hier. Hier sehen wir einige Bilder aus dem Film Der Todesstrahl des gelben Tigers. Das steht ja auch für Dumme unten dran. Tödliche Erben der Shaolin. Das waren damals sehr viele Filme, die den Titel Shaolin im Titel hatten. Sehr, sehr viele Filme. Ja, gelben Tiger wieder. Tödliche Rache, das scheint hier so ein Universal-Media-Book zu sein, weil das relativ wenig auf den Film selber eingeht. Die Teufelspiraten von Kowloon, ist das so richtig ausgesprochen? Ich bin jetzt kein Chinese, von daher will ich das jetzt auch nicht überbewerten, was ich da vor mir gegeben habe. Dann haben wir Todesfalle der Shaolin. Ich glaube, die Qualität der Bilder entspricht auch der Qualität des Films, also die Bilder der Filme. So, kommen wir jetzt hier einmal zu dem Film von dem Boxeraufstand um 1900. Aufstand von Peking, Originaltitel Pao Kulen Chun, was auch immer das heißt. Der tödliche Aufstand der Shaolin als Alternativtitel. Aufstand in Peking, Aufstand der Shaolin oder der internationale Alternativtitel für, ne, Bloody Avengers oder Boxer Rebellion. So, hier sehen wir ein paar Bilder aus dem Film. Hier unten ist einmal die chinesische Kaiserin. Hier sehen wir einmal ein paar Szenen von einem Kampf. Und hier eine Demonstration. Ich glaube, das hat man vor der Kaiserin gemacht, soweit ich mich daran erinnern kann, um zu zeigen, wie toll die ganzen Shaolin kämpfen können. Hier noch ein bisschen was zu dem Film. Und am Ende haben wir den Kung Fu. Seine Fäuste zucken wie Blitze. Scheint noch ein alternativer Film drin zu sein.
King Fu, nicht Kung Fu. Seine Fäuste zuckten wie Blitze. Gut. Ja, wenn wir sehen, ist das alles ein bisschen kein Innenprint. Die DVDs bzw. die Scheiben auch nicht wirklich an den Innenprint angepasst. Wird die ganz normale, ein ganz normales Repack sein, der ganz normalen Blu-ray. Ja, aber das Schöne ist, also es ist sauber eingenäht. Steht da irgendwas bei, von wem das ist? Das Mediabook kann ich jetzt so nicht erkennen. Wie gesagt, man kann das auch alles ein bisschen schlecht lesen. Der Kollege hier oben mit der deutschen Pickelhaube. Ich habe erst gedacht, das wäre Roger Moore, aber ist er natürlich nicht, spielt er gar nicht mit. Gut, ja, ich werde mir den Film jetzt demnächst zu Gemüte führen, nachdem ich dann den Game of Thrones Marathon beendet habe. Und dann haben wir quasi meinen ersten klassischen Eastern-Film. Ich habe zwar Dragon Blade, aber das ist jetzt ja mehr so mehr ein Historienfilm, könnte man eher sagen. Aber hier haben wir dann so einen klassischen Eastern aus den 70ern, wie er damals oder wie sie damals in die Kinos gekommen sind und später dann auch den Videomarkt überschwemmt haben und jeder, der auch was sich was hielt in der Schule, meinte, er wäre ein legitimer Nachfolger von Bruce Lee und zeigte seine imaginäre Kampfkunst dann. Ja, gut. Aufstand der Shaolin. So, jetzt zeige ich euch nochmal alle drei Filme zusammen. Gut, also, das war so ein kleines Unboxing, ein kleines Zeigen von dem guten Mediabook hier. Knistert ganz schön, ihr hört das, glaube ich, ne? Das ist so ein bisschen schwabbelig, aber im Regelfall steht es ja dann auch im Regal und wird wenig bewegt. Also klar, das Booklet wird man sich wahrscheinlich dann nochmal durchlesen. Aber ansonsten wird er dann nur zum Schauen rausgeholt und von daher ist das ganz okay bei den anderen Filmen auch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Freude bereitet. Mal was anderes am Sonntagabend. Wie gesagt, es fiel mir jetzt kein Thema ein, über dem man sich sonderlich unterhalten müsste oder zu dem ich eine besondere Meinung habe. Es gab nicht wirklich viel und deswegen habe ich jetzt mal ganz kurzfristig das mit reingenommen. Es war ja geplant und so als kleiner Lückenbüßer für zwischendurch. Ja, das war es auch. Falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr gerne den Daumen nach oben oder nach unten machen. Gerne in den Kommentaren, wie ihr zu den Filmen steht, wie ihr zum Beispiel auch zu Eastern-Filmen steht. Oder nennt es Neudeutsch oder international jetzt Martial Arts-Filme. Für mich ist das ein Eastern. Könnt ihr mich für steinigen oder sowas, ist mir eigentlich auch völlig egal. Ansonsten, den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ja, und das war's dann. Ihr kennt den Spruch, lasst euch nicht ärgern, schaut noch einen Film und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Ciao!